David Blacher nach dem Nachmittagstraining am Mittwoch am Mikrofon bei VfL TV. David, die Trainingswoche läuft, das Würzburg-Spiel ist aufgearbeitet. Welche Schlüsse habt ihr rausgezogen aus der ärgerlichen 2:3 Niederlage vom vergangenen Wochenende? Ja, wir haben irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit einfach leider das 2:0 oder das zweite Tor verpasst und dann das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben. Nicht in der Ordnung gestanden, in der wir hätten stehen sollen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz ärgerliche Niederlage. Das wäre ein guter Schritt wieder in die richtige Richtung gewesen oder nach dem Auswärtssieg in Kiel. Ja, aber wie sagt man so schön, munterwischen weitermachen. Das bringt jetzt nichts. Wir haben jetzt das nächste ganz schwere Spiel vor der Brust in Hamburg und darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren, wie du gesagt hast. Wir haben es aufarbeitet. Das gehört einfach dazu, die Fehler anzusprechen. Und da sind wir uns aber auch nicht zu schade, uns da vernünftig drüber auszutauschen. Hamburg heißt ein Wiedersehen mit dem alten Coach, mit Daniel Thun, mit Merlin Polzin, Co-Trainer und auch mit Ex-Mitspieler Mo Heyer. Mit welchem Gefühl blickst du überhaupt voraus auf das Montagabendspiel? Ja, erstmal, wir spielen gegen den großen HSV. Ich glaube, das ist unabhängig von den Personen, die jetzt da tätig sind. Ich glaube, wenn wir dann die Leute, die da ums Team und im Team des HSV sind, sehen, dann wird da vielleicht nochmal der eine oder andere Gedanke oder die eine oder andere Erinnerung aufkommen, aber absolut im positiven Sinne. Und von daher sollte das auf jeden Fall kein Hindernis für eine gute Leistung in Hamburg sein. Wie hast du denn die Saison des HSV bisher so verfolgt? Mit welchem Gefühl gehst du vielleicht auch in das Spiel? Das ist der Top-Favorit der Liga, das ist ja relativ schnell gesagt. Sehr gut gestartet, kurzen Hänger gehabt und mittlerweile aus diesem Tal wieder rausgekommen. Und wie gesagt, die Geschichte ist da schnell erzählt. Es ist natürlich der Favorit, spielen zu Hause, auch wenn es mal wieder ohne Zuschauer ist. Aber trotzdem haben wir ja bewiesen, dass wir gegen Favoriten auch bestehen können. Und das versuchen wir am Montagabend wieder zu beweisen. Kannst du aus deiner Sicht schon sagen, worauf es ankommen wird? Also ist das ein Spiel, wo man grundsätzlich erstmal die defensive Stabilität vorne anstellt und sagt, naja, hier wollen wir möglichst lange erstmal ohne Gegentor auskommen? Oder ist das möglicherweise auch eine Partie, wo man sagt, von vornherein Vollgas? Ja, über die taktische Ausrichtung sollte man vielleicht noch nicht zu viele Worte verlieren. Grundsätzlich ist es für uns, glaube ich, wichtig, dass wir vielleicht auch was schaffen, wieder die Null zu halten. Aber dafür gibt es verschiedene Mittel und Methoden, dies zu erreichen. Das schließt ein offensiveres Spiel ja nicht aus. Von daher sollten wir uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, ein Tor mehr als der Gegner zu machen. Auch wenn ich mich dann eine ganz ekligen Floskel bedienen, die kaum einer hören will. Aber im Moment ist es einfach so, wir haben es in Kiel in der 90. Plus nicht hinbekommen, zu Null zu spielen. Wir haben es gegen Würzburg, wo es auf jeden Fall möglich gewesen ist, zu Null zu spielen, nicht hinbekommen. Und deswegen sollten wir uns vielleicht darauf konzentrieren und wie gesagt, dann vorne unsere Chancen, die wir immer kriegen, nutzen. Schönes Schlusswort. Ich wünsche weiterhin eine schöne Trainingswoche, David. Und dann sehen wir am Montag, da liegt dann die Wahrheit auf dem Platz. Danke dir. Timo Wehrmann nach dem Mittwochnachmittagstraining am Mikrofon bei VfL TV. Timo, Würzburg ist abgehakt. Trotzdem nochmal, wie habt ihr das Spiel aufgearbeitet? Mit welchem Gefühl gehst du raus aus diesem Spiel, Würzburg? Ja, das ist einfach besser machen müssen. Es war total unnötig. Ich glaube, bis auf die ersten 15 Minuten, wo uns Würzburg schon ein bisschen überrascht hat, haben wir eine ordentliche Partie gemacht, führen verdient auch 1-0 und haben müssen dann einfach den Sack zumachen. Ja, haben so den Gegner am Leben gelassen. Er hat es bestraft mit unserem ersten Fehler defensiv. 1-1, ja, und dann muss man sagen, wiegt das wie so ein kleiner Schock. Das tat schon richtig weh und das hat man leider gemerkt dann auch. Es war undurchsichtig, wir haben keine klaren Aktionen mehr gehabt, die Ordnung hat nicht mehr gepasst und ja, so verliert man gegen jeden Gegner in der Liga, ne? Das wird dann einfach knallhart bestraft und das haben wir jetzt leider erleben müssen am Samstag. Generell hat aus Verteidigersicht die Null ja schon länger nicht mehr gestanden bei uns im Spiel. Wie ist es möglich, das in nächster Zeit mal wieder hinzubekommen, aus deiner Sicht? Ja, einfach Fehler vermeiden. In Kiel haben wir es 90 Minuten geschafft. Da will jemand halt schießen und dann macht er das 2-1 und dann ist einfach ärgerlich. Gerade als Verteidiger freut man sich immer nach Siegen über und zu Null. Und mit am meisten. Und deswegen arbeiten wir daran und wir müssen einfach wirklich 90 Minuten und länger hochkonzentriert sein. Aber das gilt für die ganze Mannschaft. Und das ist wichtig, dass wir vernünftig anlaufen, dass wir im Mittelfeld gut stehen und dann wir auch halt vernünftig verteidigen in letzter Instanz.
90 Minuten Konzentration sind dann auch das, ja, sagen wir mal, das Motto wahrscheinlich für das Spiel am Montag beim großen HSV. Tabellenführer aktuell der zweiten Bundesliga. Jetzt mal ab von der Tabellensituation. Wie hast du die Hamburger in dieser Situation, in dieser Saison bisher verfolgt? Also was machen sie für dich aus? Was machen sie für dich auch besonders sehr gut? Ja, sie sind sehr variabel, sind halt auch richtig gut in die Saison gestartet mit 5 Siegen, glaube ich, am Stück. Und dann hatten sie eine kleine, ein kleines Tief und jetzt haben sie gerade wieder ein Hoch. Die Chancen, die wir bekommen, die müssen wir halt eiskalt nutzen und dann ist da auch einiges möglich. Ne? Wie ja bekanntlichermaßen in jedem Spiel, wenn man dann an seine 100% kommt, ist immer viel möglich. Ich hatte jetzt mit David Blacher eben schon kurz gesprochen. Für ihn ist es natürlich ein Wiedersehen mit dem Erfolgstrainerteam, mit Daniel Thune und mit Merlin Polzin. Ist das Wiedersehen mit Daniel Thune, mit dem du ja nicht zusammengespielt hast oder keine wirklichen echten Berührungspunkte hast, ist es für dich trotzdem auch in irgendeiner Form was Besonderes oder ist es einfach das Besondere, grundsätzlich im Volkspark zu spielen? Ja, klar freue ich mich auch, ihn zu sehen. Ich hatte gute Gespräche mit ihm, der mich auch halt mit überzeugt hat, dass ich hier hinkomme. Aber ich glaube, wichtig ist einfach das Spiel. Die 3 Punkte, die da vergeben werden, die wollen wir halt versuchen zu holen und einfach eine gute Auswärtspartie machen. Und dann bin ich auch optimistisch, dass wir es packen. Und ja, ich freue mich schon auf Daniel und ich freue mich aber noch mehr einfach aufs Spiel. Volkspark, leider ohne Zuschauer. Aber trotzdem, Montagabendspiel, schöne Sache. Das ist das Schlusswort, würde ich sagen. Da gibt es nichts mehr zu ergänzen. Eule, vielen Dank und weiterhin eine gute Trainingswoche. Gerne.